Ich glaube, wir haben hier schon einen Fall, der nicht unüblich ist. Wir haben einen Anfang gehabt, der mit Durchsuchung begann. Auch das ist leider nicht mehr unüblich im Kartellrecht. Und wir haben auch eine Pressemitteilung der Kommission gehabt, wo sie relativ breit angekündigt hatte, dem sogenannten Agenturmodell nachgehen zu wollen. Das ist ja ein Modell, was in der Branche großen Anklang gefunden hat, weil auch insbesondere durch Apple ein Partner gefunden wurde, der sich eben bereit erklärt hat, im E-Book-Bereich letztlich dem Verlag weiter die Preissetzung zu überlassen und als Agent gegen eine Kommission Bücher zu vertreiben. Nun wurde vorgeworfen, und das war der Grund der Durchsuchung und auch der Untersuchung, dass sich die Verlage dort zusammengetan hätten mit Apple, also sozusagen ein Kartell geschmiedet hätten und dieses Agenturmodell praktisch gemeinsam auf dem Markt etabliert haben, im sozusagen Kontrast auch zu dem Händlermodell, was dann von anderen großen Internethäusern propagiert wurde, wo einfach die Preisbindungsfreiheit in den Ländern, wo man Preise frei setzen kann, damit in den Händen der E-Book-Anbieter gewesen wäre. So, nun haben wir an sich einen insofern interessanten Ausgang des Verfahrens, noch ist es nicht ganz zu Ende, aber wir haben jetzt einen Vergleichsvorschlag, den die Kommission veröffentlicht, den sie schließen will zwischen 4 der 5 beschuldigten Verlage und Apple, wo letztlich auch nur für diese Häuser, die dort in diesem Vergleich angesprochen wird, bestimmte Auflagen gemacht werden. Und die bedeuten konkret, man muss für 2 Jahre praktisch auf das verzichten, was einem Agenturmodell im Kern eigentlich, was das ausmacht, nämlich auf die Preisbindung des Händlers oder des E-Book-Hauses. Und man muss, eine Besonderheit hier, glaube ich, die dem Apple-Modell geschuldet ist, auf sogenannte Meistbegünstigungsklauseln verzichten, die in diesem Falle den Apple zugute kamen, indem Apple halt den großen Häusern und dann auch letztlich allen anderen auferlegt hat, dass niemand günstigere E-Bücher woanders anbieten darf, beziehungsweise wenn das geschieht, müssen die Preise, die Apple bekommt, entsprechend angepasst werden. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir einen sehr minimalinvasiven Ausgang eigentlich eines sehr groß angelegten Verfahrens, wenn es jetzt dabei bleibt, weil es ist nicht, weil nicht das Agenturmodell als solches, wie ursprünglich mal angekündigt, in der Prüfung am Ende eine irgendwie geartete Veränderung hinnehmen muss, sondern wir haben einen konkreten Vorschlag gegenüber in diesem Falle 5 Marktbeteiligten, der jetzt auch erstmal nur diese 5 Marktbeteiligten betrifft.